Hi Leute, nach einer bitteren, bitteren Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Holländer, die mittlerweile auf Platz 8 sind, genauso wie wir auch, mit derselben Bilanz, müssen wir nun gegen Nigeria auf Platz 19 ran in Spiel 13 und wir wollen natürlich einiges besser machen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hier habt ihr das Passwort. International Superstar Soccer Deluxe geht wieder los. Make Italia Great Again ist das Ziel. Spanien gegen Argentinien. Ein richtig schönes Spielchen, das wir hier sehen werden. Genauso wie Deutschland, Uruguay. Wichtig natürlich, was macht die Tschechische Republik gegen Bulgarien? Auch hier werden wir mit der gewohnten Aufstellung starten. Eieiei. Wir spielen zu Hause 19 Uhr, aber bei Regen. Und ihr wisst, Regen liegt mir überhaupt nicht. Da haben wir auch das letzte Spiel bestreiten müssen. Gegen die Holländer. Da haben wir es leider nur bis ins Elfmeterschießen geschafft. Mussten uns dann geschlagen geben. Wir mit Ball von links nach rechts, natürlich in Azurblau. Habe natürlich einiges gut zu machen. Zappa. Probiert's mit dem ersten Schuss. Bugri. Im Tor der Nigerianer muss noch nicht eingreifen. Die Sinone. Wütende Angriffe jetzt der Italiener. Wir wollen natürlich gleich von Anfang an zeigen, wer der Herr im Haus ist. Wir spielen. Oh, drin ist er. Pasaro. Klasse Tor. 1-0. Wir spielen zu Hause in Italien. Da wollen wir natürlich gewinnen. Wie gesagt, nach dem verlorenen Elfmeterschießen gegen die Niederlande haben wir auch einiges gut zu machen. Pasaro macht den Anfang mit dem ersten Tor. Und setzt nach. Bugri, diesmal aber sicher. Gut gespielt hier von den Nigerianern. Lange Wege sind zu gehen hier. Kulito probiert es mit einem Eckball auf Carboni. Der gelingt auch. Carboni bringt den Ball auch gut ins gefährliche Segment. Nur gut. Dann konnte. Ja, drin ist er. Geil, Fano. 2-0. Konnte Nigerias Keeper noch halten. Jetzt aber ohne Chance. Gegen Geil, Fano. 2-0. Schön gemacht. Geil, Fano auch stark. Auf ihn wird es heute wieder ankommen. Bugri ohne Chance. Man merkt, Italien hat einiges gut zu machen. Die Niederlage war nicht unbedingt eingeplant gegen die Holländer. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, das ist jetzt natürlich auch keine Schande gegen Holland zu verlieren im Elfmeterschießen. Elfmeterschießen ist immer ein bisschen Glück. Vier Schützen haben auch souverän verwandelt, muss man ganz klar sagen.
Primoli. Die Sinone. Boah. Also man versucht den Fans jetzt natürlich was zu zeigen. Ganz klar, die haben es jetzt auch verdient. Wir spielen immerhin zu Hause. Oh. Ja, das Heimspiel hier in Italien kommt auch zum strategisch günstigen Zeitpunkt. Boah. Also Italien ganz klar spielbestimmend. Bugri kommt raus, hält die Pille fest. Boah, Premoli, stark von ihm. Nächster Lattenkracher. Also Italien macht ernst. Da müssen wir ehrlich sein. Italien macht ernst. Schönes Spiel natürlich für alle Italien-Fans. Graziano prüft Bugri. Einwurf kurz vor der Halbzeit für die Nigerianer. Doccolito holt sich den Ball. Bukri wieder da. Iacuni startet nochmal einen Angriff. Der wird abgefangen von Antonini. Zappa. Gut, die Sinone. Will es nochmal wissen. Ja, Kuni wieder. Noch ist hier nicht Schluss. Also. Noch ist nicht Schluss, Pasaro. Muss alleine gehen. Auf diesem nassen Geläuf. Da dreht er sich raus. Nein, der Ball war nicht drin. Wäre wohl die endgültige Entscheidung gewesen. Halbzeit. 2-0 durch die Tore von Pasaro und Galfano. Premoli wird durch Bucardi ersetzt. Bucario, sorry. Fabrizio kommt um. Antigone kriegt ebenfalls. Na, ja, doch. Komm, Antigone bekommt seine Chance. Mal dreimal gewechselt. Tatsächlich? Ja, Fabrizio, genau. Na gut, dann nicht. Bitani. Good
typischer Einwechselspieler und Joker der Italiener. Colito wird durchspielen heute. Zappa. Boah. Also Italien zu Hause überzeugend, muss man sagen. Bugri. Halin. Man merkt, sie wollen auch weitermachen. Denn auch Italien sollte klar sein, wenn hier das dritte Tor tatsächlich fällt, ist definitiv Schicht im Schacht. Unnötige Ecke. Caboni. Boah, wieder Latte. Also auf jeden Fall der zweite oder dritte Treffer jetzt schon an die Latte. Für die Italiener. Im Moment sieht es noch relativ ungefährdet aus. Aber ganz klar, ein Tor kann hier viel ändern. Sollten wirklich nochmal zum Anschluss kommen, kann sich hier in diesem Spiel noch alles ändern, ganz klar. Aber die Verteidigung steht bisweilen sehr, sehr sicher. Gut. Gut von Caboni. Also, eine ordentliche Ecke nochmal reingetreten. Kann das ganze Spiel drehen? Nein. Fabrizio versucht es nochmal nach oben drüber. 1,50 noch zu spielen. Es sieht so aus, als ob die Wiedergutmachung gelingt. Boah. Aber das dritte Tor will nicht fallen. Das heißt, das will noch nicht fallen, denn Italien tut einiges dafür. So kann man das durchaus sehen. Sieht ein bisschen weg vom Tor. Gut gemacht von De Simone. Ah. Sekunden noch, dann gehen wir in die Nachspielzeit. Fabrizio.
Also. Nein. Das dritte Tor scheint nicht vergönnt zu sein. Aber da kommen sie nochmal. Ja, Anschluss. Yakumi. Jetzt wird es nochmal spannend. Die letzten Minuten. Das hätte es nicht gebraucht, wenn Italien endlich mal das Ding reinmacht und Carboni macht das Tor. 3-1. Das war's. Boah, endlich machte die Bude. Colito von Carboni. Ja. Mugri kann halten. Der Ball fällt direkt vor die Füße von Carboni. Und der löst natürlich ganz Italien. Unnötig. Gewinnt Italien in einem ganz unterhaltsamen Spiel. Niederlande gewinnen gegen Kamerun, England gegen Marokko, Spanien verliert gegen Argentinien, Brasilien schlägt in Norwegen deutlich 5-2, Deutschland gewinnt gegen Uruguay. Österreich gewinnt deutlich 3-0 gegen Frankreich und die Tschechische Republik gewinnt auch gegen Bulgarien. Auch ganz deutlich Nordirland, die wir besiegen konnten gegen Rumänien. Interessante Konstellation. Daher wir weiter auf Platz 7 mittlerweile und wir spielen jetzt gegen Argentinien, diese Zweiter zusammen mit Deutschland. Da könnten wir wieder einen riesen Satz nach vorne machen. Das wäre natürlich richtig, richtig geil. Ja, Leute, es wird ein richtig, richtiges Fest. Gegen Brasilien sahen wir zunächst gut aus, mussten uns dann aber doch geschlagen geben. Ich hoffe, dass wir gegen Argentinien besser dran sind. Daher sage ich danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch die Show gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gegen Argentinien, gegen die Gauchos. Wieder Spiel 14. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Euer Kreuz sagt Tschüss, Ciao und Servus.